Guten Tag, dames en heren. En während die voortraak, werd ik ook Sie einige vragen stellen. Zo dan höre ik die antwoorden van Sie. Maar wanneer Sie während die voortraak ook een vragen hadden, einfach angeben. Zeer oft kan dat gleich mitgenommen werden. Ne? Ja. So, das ist, sonst dann wollte man etwas erst wissen und dann gehen wir weiter. So, kein Problem. Und wenn es Verständigungsfragen gibt, auch. Einfach fragen, ja? Ja. Wir wollen ein Gespräch mit Ihnen. Das ist das Schönste, wenn uns das gelingt. Ja. Ja? Und nicht nur so frontal, nicht wahr, Henk? Ja, das wollen wir, ja. Ja. Mein Deutsch ist internationales Deutsch, wie man das nennt. Aber ich habe natürlich auch etwas, was mir sehr hilft. Ja. Und in diesem Vortrag steht eine Frage im Mittelpunkt. Und ist es möglich, eine Wissenschaft zu entwickeln, die auf Einheit basiert? Eine ganzheitliche Wissenschaft. Welche Erkenntnisse gibt sie uns? Kann sie unserer Gesellschaft helfen, die viele Probleme zu lösen, mit denen wir heute konfrontiert sind? Das sind die Punkte für heute. Und hier sehen Sie eine Vorschau, was wir miteinander besprechen werden. Und man sieht, 5 Punkte. Können wir die Wahrheit entdecken, sehr prinzipiell, in einer Welt von gefälschten Nachrichten? Ne? Religion, Philosophie und Wissenschaft, sind das wirklich 3 Seiten von einer Wahrheit oder nicht? Was ist ganzheitliche Wissenschaft eigentlich? Ja. Nähert sich die moderne Wissenschaft einer ganzheitlichen Vision? Und wie kann man eine ganzheitliche Vision anwenden? Ne? Wir allen. Ja. Aber zuerst sehr einfach. Das griechische Wort holos, vielleicht weißt du es, bedeutet ganz. Und man denke zum Beispiel an das Hologramm, eine Darstellung des Ganzen, aber auch in viele andere Worten. Ja. Und es gibt auch einen offiziellen Wissenschaftszweig, schon nun, ne, der sich ganzheitlich nennt. Und es basiert sich auf der Idee, das Ganze ist mehr als seine Teile. Ja? Aber diese Wissenschaftler, das ist sehr interessant, hoor, was sie machen, aber diese Wissenschaftler können diese Idee nicht erklären, warum das so sei. Sie sehen es und sie untersuchen es, maar warum, das können sie nicht. Aber das kann die Theosophie doch, die alte Weisheit, die universelle Weisheit oder Theosophie kann das tun und bietet auch viel mehr Erkenntnisse als dieser Wissenschaftszweig. So, wir wollen Ihnen diese Erkenntnisse gerne zeigen. Was ist ganzheitliche Wissenschaft theosophisch gezien? Und der erste Schritt, was wir haben gesagt, ist, was kunnen we die waarheid ontdekken? En ja, kunnen we die waarheid ontdekken? Ah, ja, komen ze hier aan? Welkom. Ja? Ja, oké. Maar eerst maar, wat meinen Sie met waarheid? Dat wordt die antwoord bestimmen. Wenn Sie ein Bild haben von waarheid als een absolute waarheid, ein allerletzte Wort über die Realität. Nou, is hier einfach, das können wir nie erreichen. Sagen wir nie. Und warum? Wir sind immer limitiert. Ah, hier kommt dit. Warum? Hinter jede Wahrheit, die Sie entdecken, steht, wenn Sie weiter und weiter suchen, eine größere Wahrheit. Aber das wird niemals enden. So, ein Buddha ist lernender, ein Gott ist lernender und so weiter, ja? So, wir sagen, das kann nicht, aber was kann? Sie können immer mehr Wahrheit entdecken und das ist das Wichtige.
So, wir glauben nicht in, in Zynismus, dass es gar keinen Zweck hat. Wir glauben, dass man wirklich, wirklich in jedes Jahr mehr Wahrheit kann entdecken. Wirklich, ja. Okay, und die Theosophie gibt uns eine ganz besondere Erklärung dazu. Warum können wir das? Weil, sagen wir, der Mensch, jeder Mensch, trägt alle Elemente und Fähigkeiten des Kosmos in sich. Das ist eine These, die wir nun vorlegen. So untersuchen das. Hè? Das ist wirklich, was man niet oft hört. Jeder Mensch trägt alle Elemente und Fähigkeiten des Kosmos in sich. Unsere geistige Kern, unser unsterblicher Kern, ist, sagen wir, ein Teil des geistigen Kern oder Herzens des Kosmos. Ja? Und wir sind wie ein göttlicher Funke, so nennt man das, ein göttlicher Funke des kosmischen Feuers. Ja, ist ein Bild. Aber für jedes Mensch. Unsere Seele, so unser Denken, ist Ausdruck des kosmischen Denken oder des kosmischen Gemüts. Soweit wir in der Lage sind, diese kosmische Gemüt in unserer Phase der Evolution auszudrücken. So limitiert, aber wir drücken es aus. Unser Körper besteht aus allen materiellen Elementen dieser äußeren Welt. Und die Wissenschaft bestätigt dies. Diese Elemente erreichen uns über alle natürlichen Kreisläufe, über Wasser, Luft und Boden. Ich habe einmal gelesen, dass alle chemischen Elemente wie Gold und Blei und Uran alle in unserem Körper nachweisbar sind. Vielleicht nur wenige Atome, aber sie sind alle Teil unserer Konstitution. So tragen wir alle kosmische Schichten in uns. Wir sind, sagen wir, die Kinder des Kosmos. Gleich wie die Fische die Kinder des Ozeans sein. Was bedeutet das? Das hat eine tiefe Bedeutung. Nämlich, wir leben bereits jetzt in alle Schichten des Kosmos. Aber nun wird sie fragen, aber dann leben wir nun schon in de spirituele Sphären des Kosmos? Is dat Realiteit? Kan ik dat in mijzelf erkennen, in die andere Leute? Nou, dat is wirklich een andere Gedanke. Unsere Geist, unsere Seele und unser Körper sind wirklich ständig in ihren eigenen Bereichen aktiv. Sonst, das muss auch, sonst wären wir nicht in der Lage zu leben. Aber wir können sehr oft noch nicht selbstbewusst in all diese Schichten leben. So, sie sind da, sie sind aktiv. In unsere spirituelle Kern ist immer eine Wechselwirkung mit aller Spiritualität in dem ganzen Kosmos, aber wir sind es nicht bewusst. Wir sind nicht selbstbewusst, wirksam, arbeitsam in diese Gebiete. Aber wir können das werden. Mehr und mehr und mehr. Und eigentlich sind wir es schon nun ein bisschen. Ja? Es ist nun schon Wirklichkeit. Ja. Und das können wir visualisieren. Weil man sagt, okay, Kosmos, sehr einfach eingeteilt, Geist, Seele, Körper, sehr einfach. Ja, der ganze Kosmos. Da oben das Grenzenlose, worüber wir nicht sprechen können. Ja, über Kosmos. Und dann haben wir den Mensch. Hoppa. Ja. Das ist die alte Weisheit, die das sagt. Ja. Sie sehen, dass der Ursprung des Kosmos und des Menschen das Grenzenlose ist. Also, es ist, das Grenzenlose ist auch unsere Essenz. Wir Menschen sind in unserem Kern etwas, das niemand beschreiben oder einordnen kann. Wir Menschen sind also immer mehr, als wir derzeit denken. Ja, das ist sehr wunderbar.
Und nun kommt, da werde ich mit Sie mitnehmen. Wenn wir alle kosmischen Schichten in uns selbst erkennen willen und untersuchen wollen, können wir unser eigenes Bewusstsein, in unser eigenes Bewusstsein all diese Schichten finden. Und ich werde von oben, die meist spirituelle, bis unten, werde ich daar sagen, können Sie das erkennen? Können Sie das to recognize? Erkennen, ja. Wiedererkennen. Die höchste ist Einheitsempfinden. Für mir eine sehr seltsam etwas. Sehr seltene Erfahrung. Man ist wirklich absorbiert im All und das meinst, jede Idee der Trennung verschwindet. Das ist seltsam. Sie sind dann tatsächlich in Kontakt mit ihrem göttlichen Kern. Wirklich die göttliche Seite von dir. Einsicht, das ist kein Intellekt, aber Einsicht, das ist unsere Fähigkeit, die Ursachen hinter die äußeren Formen zu verstehen. Wirklich zu begreifen. Und das sind doch unsere tieferen Einsichten, unsere mitfühlende Ideale sind auch Einsichten, sehr oft. Ja? Man sieht hinter de Erscheinungen. Wenn wir diesen Aspekt unseres Bewusstseins vollständig entwickelt haben, Einsicht und Einheitsempfinden, können wir uns selbst einen Buddha oder Christus nennen, einen vollständig Erwachten. So, das ist, was wir probieren. Ja. Intellekt, das ist unsere analytische, logische Fähigkeit. Intellekt ist noch immer universell, aber die sind noch mehr universell, hè? Ganz universell. Intellekt ist noch immer universell. Logiek ist überall dasselbe. Ist nicht abhängig von Kontur, von unseren Wünschen oder unseren Gefühlen, aber limitiert, die Intellekt allein kann nicht durch den äußeren Schein schauen. Ja, je kan nur die Außenseite sehen und dann mit Logik probieren etwas zu verstehen. Ja. Die andere Aspekte, an die wir mehr gewöhnt sind, praktischer Verstand ist, wann wir das Intellekt nutzen für die tägliche Sachen. Ja. Wünsche und Sehnsüchte, nicht negativ, sehr sicher, das ist die Motor hinter alles, was wir machen. Das sind Wünsche, Goals, ja. Ziele, ja. Nicht negativ. Man braucht Lebensenergie, Vitaliteit, man hat einen Modellkörper, das ist etwas ätherischer als onze fysische Körper. Und da ist natürlich unser physischer Körper, den wir sehen und fühlen können. Und nochmals hier die drei universelle Aspekte. Einheitsempfinden über jede Vorstellung von getrennter Existenz. Fähigkeit zu verstehen. Und dann kann man wirklich die versteckte Kohärenz oder versteckte Ursachen sehen. Wenn man das hat, dann hat man einen Flash von Einsicht. Tjik, man sieht das, ein Licht. Und Intellekt. 2 × 2 = 4. Logische Klassifikationen. Und was bedeuten diese 7 Schichten unseres menschlichen Bewusstseins? Es bedeutet dies. Wir sehen nur ein Siebtel von uns selbst, von unseren Mitmenschen, ein Siebtel ohne. Von alle Sachen, die ganze Kosmos, die Sonne, man sieht nur de Siebtel von der Sonne. Nur ein Siebtel von alle anderen Sachen. Und ja, wir wollen eine ganzheitliche Wissenschaft entwerfen. Dann sagen wir, okay, das ist große Arbeit. Dann braucht man wirklich
wissenschaftlich zu untersuchen, alle sieben Schichten, nicht nur die äußere, aber alle sieben. Ja, so, das ist die Idee. Und, ja, ah, sicher. Ja, ist mir nicht ganz klar mit dem Siebten. Warum sehen wir nur ein Siebten? Ja, das ist irgendwo, das ist nur, wie ich es sage, sehr oft haben wir sieben Schichten hier. Das sind nun acht, aber das praktische Verstand ist eigentlich das Intellekt, was man täglich nutzt. So, eigentlich sieben. Und ja, wir kunnen met onze fysische ogen werkelijk ohne, ja, nur die fysische Sachen. So, das ist die Idee. Ja, genau. Aber wir haben eigentlich auch Sintuigen. Ja, man kann eigentlich, wir sind bewust auf diese Wünsche. Auch hier, wir sind bewust. Hier und hier sonst. Für mir sonst, nicht immer. Want ich habe. Und sehr selten dort, ja. Oder nicht. Ja. Ja. Oh ja, daar komen we niet zo. Ja. Aber das müssen wir sagen, die ganzheitliche Wissenschaft ist großartig ambitieus. In unsere Augen haben wir noch den größten Teil vor uns. Van onderzoekingen. We zijn nu aangevangen. Denn we ontdekken en erforschen moeten. Zo een enorm wijder horizon. Ja. Nun een vraag aan Sie. Want daar zijn pionieren in de wetenschap. Ja. Dat zijn die Leute, die een ganz neue Zweig van de wetenschap aanvangen. Ja. Oder een ganz große Hervormung. Revolution in ein Zweig machen. Was ist das Charakteristikum der wissenschaftlichen Pioniere? Was haben sie, was andere Wissenschaftler nicht so viel haben? Mut und Verrücktheit. Mut. Ja, sehr gut. Gut. Unkonventionelle Linien. Ungut. Und das nicht nur rational zu sehen, sondern zu sagen, hinter aller Materie steckt auch eine Information. Ja. Und wenn ich nochmal zurückgehe auf diese sieben Schichten, ja. Dann kann ich, wenn ich das freischalte, und da gibt es Möglichkeiten, dass man den Informationstransfer freischaltet. Und dafür ist aber unsere Gesellschaft noch nicht feinstofflich genug. Ja. Also das ist der Weg. Und das ist, glaube ich, den man ja. Sehen sollte. Ja, ja. Also Pioniergeist haben, den ungewöhnlichen Weg geben. Ja, auf ja. Ja, sonst haben sie das intuitiv, wissen sie intuitiv, dass sie in diese Richtung, und sonst sind sie sehr bewusst. Weil da sind Wissenschaftler, die Plato studieren, oder, aber sie sagen das nicht, wenn sie einen Artikel schreiben. Aber sehr direkt machen sie. Wobei die Vorsokratiker oder auch ja. Schon sehr ganzheitlich behandelt haben. Sehr ganzheitlich. Sie haben eine sehr gute Überlieferung aus dem Ganzen zu sehen. Ja, genau. Die Differenzierung begann ja dann erst mit ja, die Differenzierung, ja, ja. Das war in die Mittelalter noch nicht, aber dann kam es, ja. Ja. So, irgendwo, ich glaube, das hast du sehr gut gesagt, Sie allen. Aber Sie nehmen das Begreifen, so dass die Einsichten, nehmen Sie ernst. Das braucht Mut. Ein Einsicht ist sonst ein sehr fremdes Gedachte. Und du siehst etwas Fremdes. Na, dann kann man auch sehr einfach sagen, okay, fremd, hat keine Bedeutung. Ja? Und die machen das nicht. Sie sagen, oh, das ist fremd, aber ich gehe es untersuchen. Das ist das große Unterschied. Sie haben Mut und sie haben Geduld. Sonst dauert es eine Woche, wat normalerweise dauert es 10 Jahre, 20 Jahre, bevor sie das eine Einsicht in einen wissenschaftlicher Formule oder Theorie haben, verwortet. Ja, umgesetzt. Umgesetzt, ja. Ja. So, das ist nicht einfach.
Einstein hat das gesagt, 1% Inspiration, 99% Transpiration. Ja? Okay. Ja. Ich würde noch ein bisschen ja. Obstipation hinzufügen. Obstipation. Ja, ja, ja. Ja. Das sind oft in die 20 Jahre, sind er auf Jahre, dass man wirklich keinen Schritt weiter geht. Obstipation, ja. Ja, genau. Ja, ja. Oké. Okay. Nog een andere theosofische gedanke. Intellect, oké, okay, is niet die hoogste uitroep. Ja, dat zagen we. Soms wordt dat gedacht, dat kan niet. Maar er is, zegt de theosofie, keine barrière voor onze geest, voor onze geestelijke ontwikkeling. Nou, daar zien sonstige New Age-bewegingen. Die sagen, dass man muss aufhören, intellektuell zu denken. Denn das würde uns auf unserem Weg der Entwicklung wirklich stoppen. Aber die Theosophie noch ist das nicht wahr. Unser Intellekt ist ein mächtiger Diener, wenn er gut geführt wird. So, er muss geleitet werden von unserer Einsicht, unseren Idealen, ja, und dem Begreifen der Einheit. So bitte bleiben Sie immer kritisch im Denken. Ja? Das sagt die Buddha auch, wenn etwas nicht logisch ist, es kann nicht meine Lehre sein. Ja, sehr einfach. Kann ich noch ein Beispiel geben? Kennen Sie Kekulé, der Wissenschaftler? Das ist ein schönes Beispiel. Friedrich Kekulé. Er war ein deutscher Chemiker im 19. Jahrhundert. Had hij geleefd. En dan, hij onderzochte die eigenschappen van substanten en versuchte deren structuur formeel te ontdekken. Ja? Dat hebben ze nog zeer oft niet gemacht in die 19, in deze tijd. Wie ze opgebouwd zijn. En een bestimmte substans had zeer zeldzame eigenschappen. Hij verstand niets daarvan. Bis er einen Traum bekam und eine Schlange sah, die sich bewegte, die sich wand und sich schließlich in ihren Schwanz biss. Dann war es ein Ring und in diesem Moment verstand er, was für eine Art von Substanz das war. Das war ein ringförmiges Molekül. Und wir nennen das Molekül jetzt Benzol. Ja, kennen Sie das? Dies war der Beginn eines ganz wichtigen Zweiges der Chemie, der ringförmige Moleküle. Das erste Mal, dass hier. Ja. So, das ist ein Beispiel. Nun, wie wachsen wir im Verständnis? Wie können wir mehr Wahrheit entdecken? Ja? Was kann die geistigen Fenster unseres Geistes öffnen? Vielleicht erwarten Sie jetzt sehr tiefgehende Geschichten, aber es geht um Dinge, die jedes Kind versteht. Der große Schritt ist, den Mut zu haben, es auch zu tun. Und der erste Schritt, sagen wir immer, ist Verwunderung. Ja, wie ein Kind. Verwunderung ist ganz etwas anderes als Neugierde. Ja, haben Sie das bedacht? Neugierde ist nicht dasselbe als Verwunderung. Verwundering is eigenlijk een Einsicht, die versucht geboren te worden. Daar is iets aan geboren worden, en ze hadden een vraag, en dat is eigenlijk een geboortsproces. En dat geeft ook immer een gevoel der Ehrfurcht, verwundering. Ja? Man beerbietet, wat man sagt, wat man ziet. Vielleicht kennen ze dat alles. Und die zweite Schritt, auch für braucht man Mut, konzentrieren auf die Ursachen. Probieren die Ursachen zu finden. Das ist wirklich nicht einfach. Was wie man, mit der Hilfe der Theosophie, es geht leichter, sagen wir. Schauen Sie die Ursachen hinter den Prozessen an, wenn Sie echte Erklärungen für die großen Rätsel des Lebens und die großen Hindernisse der Menschheit finden wollen.
Aber dazu braucht es auch Mut. Denn manchmal müssen wir unsere Denkweise durchbrechen. Das ist wirklich wahr. Ja. Dritter Schritt. Dann wird es für Sie sehr logisch, um etwas damit zu machen. Hingabe an Ideale, Selbstdisziplin, leben Sie nach Ihren Erkenntnissen. Wenn etwas wirklich wahr ist für Sie, want Sie wissen und haben es für Sie selbst wahr, dann ist das Moment, dass man wirklich natürlich das Leben daran muss anpassen. Ja? Daran ausrichten. Ausrichtet. Ja. Ja. Und wir sagen, das praktische Leben ist unsere eigentliche Schule. Das wissen wir. Want dann erleben Sie wirklich den Wert und die Folge von einem Gedanken. Zum Beispiel Reinkarnation. Want dann das wirklich in dem praktischen Leben danach lebt, dann wird man es wirklich kennen. Nur dann. Und dann hat man auch eine Kenntnis, die über Buchfakten hinausgeht, ja? Über Worte. Und die letzte, er ist ein letztes Stadium, dann ist es so natürlich für Sie, dann bist du es. Ja? Sie sind es. Dann, man strahlt es aus. Für Sie ist es kein Problem oder so etwas. Es ist ein Teil von Ihrem Charakter. Vielleicht kann man auch sagen, Henk, zur Ergänzung nur, dann tut man das einfach. Ja? Man überlegt nicht mehr, warum tue ich das? Ja, ist es das richtig, das zu tun? Nein, man handelt aus dem eigenen Innern heraus, weil man das als das natürlichste Verhalten der Welt sieht. Ja? Das ist so eigener Charakter geworden dann. Ne? Ja, genau. Ja. Und das scheint die letzte Stufe zu sein, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn man diese Einstellung hat, dann wird ihnen die Augen für noch viel mehr Dinge öffnen, über die sich wundern werden. Ja, so, es geht wirklich versneld, wird es wieder gehen. Ja? Nou, die Ergebnis, die habe ich schon gesagt. Was ist das Ergebnis? Das wird automatisch geschehen, ja? Sagen wir, Ursache und Folge. Man wird eine zunehmende Interaktion mit spirituellen Denkern haben. Und das kann sonst Besonderes gehen. Warum? Denn wenn Sie Ihr Denken auf die höheren, edleren Gedankenebenen einstellen, werden Sie automatisch von anderen Menschen mit den gleichen Zielen und dem gleichen Charakter angezogen. Genau wie Magneten. Sie werden mit neuen Menschen in Kontakt treten und neue Ideen aufnehmen. Jetzt möchte ich Ihnen vorschlagen, dass Sie für einige Minuten alle traditionelle Ideen über Religion, alle traditionelle Ideen über Philosophie und Wissenschaft vergessen. Das ist nicht einfach, aber vergessen Sie es. Insbesondere die äußere Seite dieser Sachen. So vergessen Sie also alle kirchliche Rituale und Priester. Vergessen Sie alle dicken Bücher der Philosophie und alle Gewohnheiten der modernen Wissenschaft. Und lass mal nochmals sehen. Ich werde dir dies sehen. Hier habe ich mit der Einheitsempfehlung gesagt, Religion, wozu? Was ist unsere Essenz? Was ist unser Ursprung und wozu gehen wir? Einsicht, wirkliche Philosophie. Wir sind der Modellkörper im Gegensatz zum Zwischenkörper. Okay, das kommt später. Ja, ich bin nun mit der Einsicht. Ja, kommt später. Einsicht, Philosophie, das ist die Warum-Frage. Viele Wissenschaftler sagen, wenn man fragt zu einem Wissenschaftler, warum ist das, dan sagt hij, das ist eine gute Frage, aber die Wissenschaft weiß nicht warum. Und eigentlich haben sie recht, weil das ist Philosophie. Aber sie können auch Philosophen sein, dieselbe Leute. Und dann ist es natürlich eine Frage für jene Person. So, die Warum-Frage. Und dann haben wir die Wie-Frage. Und das ist Wissenschaft.
En wenn man das so guckt, dann wird man es von innen aussehen, was wir wirklich, was Wissenschaft ist, was Philosophie ist, was Religion ist. Ja? Aus spiritueller Sicht liegt die Grundlage von Religion, Philosophie und Wissenschaft in unserem Bewusstsein und in Tatsache in den universellen Denkfähigkeiten aller Menschen. So, wir sagen, alle Menschen ohne Ausnahmen und nicht nur die Personen, die ein Studium der Theologie oder Physik abgeschlossen haben, sind im Prinzip religiös, philosophisch und wissenschaftlich. Und die Kinder, die beweisen das eigentlich. Ja, ich erinnere mich da, wenn ich gleich einhaken kann, dass es so eine Untersuchung gab, Kinder philosophieren zu lassen. Ja. Wunderbar. Ja. Das kann man im Internet auch finden, man nach googeln, philosophieren mit Kindern. Also es ist erstaunlich, es ist wunderbar, was Kinder da alles entdecken. Fragen und entdecken. Ja, es ist wirklich... Sehr gut. Ja. Und das sind die drei Aspekte von unserem Bewusstsein, die uns auch über unsere ego-orientierten Gedanken und Gefühle erheben. Ne? Und darum ist Religion, Philosophie, Wissenschaft für die Gesellschaft ganz wichtig. Und das fühlt man intuitiv auch, dass es sehr wichtige Sachen zijn. Jede der drei konzentriert sich besonders auf eine Frage, das wozu, warum und wie, aber nicht als drei zusammenhängende Fragen, sondern als drei Facetten der einen Wahrheit. Drei Möglichkeiten, drei Brillen, drei Möglichkeiten, die einen Kosmos zu betrachten. Und natürlicherweise, sie verstehen etwas nicht, wenn sie das wozu, warum und wie nicht vollständig beantwoord hebben en ihre antwoorden in einem Bild zusammengeführt hebben. Ja? En dan nähert man die Wahrheit. Zo, wir glauben, zum Beispiel über das Menschsein, drei Aspekte einer Menschwahrheit. Was sind wir? Ja, dan muss man wissen, wer oder was sind wir im Wesentlichen. Ja? Die Wissenschaftler, die sagen, Bewusstsein ist wichtig, aber sie können sehr wenig sagen über Bewusstsein. Was ist die Ursprung? Ja? Aber sie fühlen nun schon, da ist viel mehr dan Substanz, viel mehr. Wir sagen, wir sind so'n göttliche Funke, ja? Unsterblich. Und warum hatte ich ein Schicksal, das ich nun habe? Warum? Zo wichtig. Waarom lebe ik hier en jetzt? Waarom niet 100 jaar bevor ben ik geboren? Waarom ben ik geboren? Ja, wanneer ik geboren ben. Zeer goede vragen. Waarom zeigen mensen zeer edele en zeer gnadenloze dingen in de wereld? Ja? Man ziet die twee zaken. En de newspapers, de Zeitungen. Die sagen, die berichten über die gnadenlose Sachen, sehr oft. Aber das ist nur die Hälfte, was man will. Kennen Sie Hamlet von Shakespeare? Hamlet ist die Person, die hat diese Frage. Und während das Hamlet, er kommt nicht zu einem Antwort. Das ist seine große Trauma von Hamlet. Diese Frage. Ja. Und zum Beispiel, wie interagieren Geist, Seele, Körper? Und das ist eine Frage, wanneer die letztgenannte Frage, wie die Interaktion zwischen Geist, Seele und Körper funktioniert, ist von großer Bedeutung für unser Verständnis. Und damit die Behandlung psychischer Probleme, wie Depression, wie Demenz, ja? Dann braucht man das so gerne. So, die Situation in unserer westlichen Welt und eigentlich die ganze Welt ist heute sehr unglücklich, weil die drei ganz getrennt sind. Ja?
In unsere Gesellschaft gibt es fast kein Wissen über die wichtigsten Fragen des Lebens. Menschen die suchen, erhalten keine Antworten vom Minister oder Priester oder von den Wissenschaftlern. Zum Beispiel, fragen Sie einen Wissenschaftler, was passiert mit unserem Bewusstsein, wenn wir sterben? Ja, fragen Sie doch. Und sehr oft sie sagen, ehrlich, ich weiß es nicht. Vielleicht gehen Sie zu de Priester oder zu der Geistliche. Ja? Und dann gehen Sie zu de Geistliche. Und dann hat sie haben eine wichtige Frage, diese. Zu de Priester, zu einer religiöse Person. Hirntod, das ist nun sehr aktuell. Hirntod. Ist das wirklich der Tod oder ist es nicht ganz dasselbe? Ja, eigentlich müssen wir das wissen. Das hat zu machen mit die Organspende-Diskussion, ne? Wissen Sie? Ja? Und dann sagt er sehr ehrlich, oh, ich weiß es nicht, aber vielleicht weiß die Wissenschaftler es. Ja? So geht es. So, wir haben eine Krise und wie können wir das durchbrechen? Wir sagen, es ist möglich, man kann direkt Theosophie studieren, aber andere Leute, die gehen zu den Quellen, die Ursprung des Wissenschaft en die Ursprung, die Quellen der Religion. En dan wird man auch sehr weit kommen. Ja? Braucht vier Studie, wat es kan. Und wir sagen, die großen Religionen und Wissenschaften haben eine einzige Quelle. Dat zijn die grote wijzen die in de wereld immer in alle culturen actief zijn om ons ja, te proberen dat leven te begrijpen. Ja? En een praktische vraag voor Sie. Oké, ja. Wanneer we spreken over de quellen der Wissenschaft, aan welke Denker, welke personen wirst du denken? Wo liegt der Ursprung von der westlichen Wissenschaft? Was denken Sie? Im Osten. De? In Boston. In Boston. Im Osten. In Osten, ja, sehr gut. Nou. Ja. Die Zivilisation, da ist wirklich einen. Een algemene, ja, in Oosten, ja. Man kan van India naar Babylon gaan, ja. Van Babylon naar de Midden-Oosten en dan naar Griechen, de alte Griechen. Ja, zo gaar is dat hier, hè. Ja. En die alte Griechen, wie Plato en Pythagoras, die... Bevor sie selbst Lehrer waren, haben sie immer eine große Reise gemacht. Ja, wissen Sie? Ägypten und sonst auch Babylon. Mhm. Und ein oder zwei auch India. Ja. Aber das sind nur einige Beispiele. Man hat die großen Leute von das alte Griechenland. Archimedes für die Physik. Platon für sehr viel. Kosmologie. Demokrit für die Atomtheorie. Die eigentlich eine theosophische Theorie ist, die nicht über Substanzen geht. Ein Atom ist wirklich unteilbar. Ja? Er hat nicht gesprochen über Substanz. Hippokrates, Medizin, sehr wichtig, Euklid. Aber sie allen sagen, dass sie das wieder von allen anderen Kulturen haben übergenommen. Ja? So, das sind unsere Bronnen. Und wenn ich Sie frage, in dieser Zeit hat man dann eine Trennung von Religion, Philosophie, Wissenschaft? Na, vielleicht wissen Sie es gar nicht. Ja, da war keine Trennung zwischen die drei. Das haben Sie nicht. Das war für die ganz Quatsch, dass man das macht. Und wenn man Plato liest, dann liest man eigentlich etwas Religiöses, Philosophisches und Wissenschaftliches in ein Bild. Ja.
Plato had ook een wissenschaftliche theorie over dat zien, zum Beispiel, ja, wie man ziet. Ja. Und nun, ja, für ihr diese Frage. Wir wollen vielleicht auch Sie eine ganzheitliche Wissenschaft entwickeln. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Wir wollen es. Das ist erst. Entschuldigung. Was passiert, wenn wir ein oder zwei Religion ohne die zwei, was kriegt man dann? Philosophie ohne die zwei, was behalt man dann? Und Wissenschaft ohne die? Religion und so anzufangen? Was kriegt man dann, glaubst du? Ich würde sagen, Religion ohne Philosophie und Wissenschaft ist Dogma. Ja, Dogma. Glaubenssätze. Dogma. Genau. Ja. Ja, sicher. Ja, das ist einen Moment. Oh ja, ihr sagt es. Es fehlt die Prüfstein der Wahrheitsforschung. Ja, die Wahrheitsforschung ist eigentlich weg. Vergessen. Ja, man kann nicht fragen warum und so weiter. Dann sagen, ja, das steht dort. Ja, das steht dort. Aber, ja. Steht in der Bibel. Steht in der Bibel. Also, das ist ein Beispiel, die Gnostizismus, der Gnostizismus war noch sehr ganzheitlich. Ja, die genau. Heute noch geltende, in Anführungszeichen, dogmatische Religionstheorie, sage ich jetzt einmal, ja, hat vieles dessen zerstört. Mhm. Ja, genau. Ja, ich glaube das ganz genau. Darum sind die Brunnen, die Ursprung, so wichtig. Ja. Philosophie, ohne die anderen zwei, was gibt dann? Was wird das für eine Philosophie sein? Ohne Religion, ohne Wissenschaft? Sophisten, ja, genau. Ja. Suchen ohne Finden. Ja, ja. Das geht alle Richtungen aus. Als kleines Beispiel, ja, diese Wortklaubereien. Ja, ja, wenn man ein Wort analysiert, ohne tatsächlich die Bedeutung zu betrachten, sondern nur Struktur und so, ja, und es festlegt und sowas. Ja. Genau. Ja. Mhm. Und das ist eigentlich einfach. Wissenschaft ohne Religion, Philosophie ist seelenlos, zusammenhangslos. Ja. Und sehr oft, ja, die Ethik, die können sie nicht aus der Wissenschaft holen. Die haben sie aus einer Intuition in sich selbst, aber das kommt nicht aus der Wissenschaft. Und das ist sehr unwirklich, weil die Wissenschaft sehr ethisch sein muss. Das ist ein Teil der Ethik, genau. Ja. Also so wie heute teilweise eben auch viele wissenschaftliche Errungenschaften dann unter Kapitalzwang geraten, haben sie genau diese unethische Tendenz. Ja, genau. Ja, liet ich auch mal sagen, ne? Want vor 2000 Jahren eigentlich Erkenntnisse waren etwas heilig. Mhm. Erkenntnisse waren. Und man geht das nicht missbrauchen. Das war ein heilig. Ja, ja. Und, okay, zum Beispiel, was wollen wir sagen, um unseren Standpunkt klarer zu machen? Und wir haben keine Einwände gegen die freie Diskussion von Theorien. Zum Beispiel, ein Wissenschaftler, die denkt vielleicht, dass wir Menschen nackte Affen sind. Ja, okay. Das ist eine Theorie. Das ist kein Problem, dass ihr das sagt, dass ihr die Theorie habt und untersucht. Vielleicht denkt ihr, dass wir keinen freien Willen haben. Die Theosophie ist ganz die Opposite. Der Gegenteil. Gegenteil, wir sagen, es ist unsere Kern, die freie Willen. Okay, dat man kann das untersuchen. Und fang an mit dich selbst, würde ich sagen. Okay, das man kann sagen, aber unser Problem ist, dass sie das sonst nicht als eine Hypothese bringen. Das ist unser Problem. Sonst sind da Wissenschaftler, die haben dann ein Bücher geschrieben,
in denen er, ja, entschuldigen. Wenn ein Wissenschaftler weit verbreitete Bücher schreibt, in denen er seine Theorien als belegte Fakten präsentiert, und sonst wissenschaftlich belegte Fakten, und sagt, du bist dein Gehirn, dann denken wir, dass das ethisch sehr falsch und auch unwissenschaftlich ist. Ja, das ist unser Standpunkt. Natürlich ist das Diskussion, alle Diskussion ist frei, aber man kann das auch anders sagen. Man kann auch sagen, okay, ich glaube, du bist dein Gehirn. Und das sind auch andere Theorien. Zum Beispiel, dass unser Gehirn das physische Instrument ist unseres menschlichen Bewusstseins. So, wir arbeiten via das Gehirn. Sind wir, ja, das steuern wir, ja. Das ist auch eine Theorie. Dann kann man, mit beide Theorien kann man gucken, wie man alles kann erklären. Und dann entsteht kein Dogmatismus. Nou, de Wissenschaft kennt keine Richtung. Und das ist der Erfolg. Hypothesen schießen in alle Richtungen. Und sehr oft auch, man findet eine neue Tatsache und dann muss die ganze Theorie wieder weg. Das ist gut, hoor. Wir glauben, dass die Bewegung ist gut. Aber sie haben keine Richtung. Das kann man doch auch sagen. Ja? Kannst du an diesem Mission erkennen? Und, schon gesagt, solange die drei getrennt sind, ist der menschliche Geist lahm. En Konsequenz ist immer Dogma. Und Dogma ist immer schwer zu durchbrechen. Und denken Sie nur an die Schwierigkeiten von Menschen wie Semmelweis, die moderne Hygiene entdeckt haben. Wenn sie die Geschichte kennen, die ist sehr ganz unglücklich geworden, diese Mann. Ja? Mit die Hände zu waschen und so weiter. Er war angefangen. Ja. Okay, dann kommen wir zu der Zusammenfassung. Was ist eine ganzheitliche Wissenschaft? Religiös-philosophisch. Ganz natürlich. Die natürliche Situation. Und tatsächlich Wissenschaft, die sich auf die Idee der Einheit stützt. Und man kann sagen, es ist ein Teil, ein Aspekt der universellen Weisheit, von aller Weisen, die Religion, Philosophie, Wissenschaft beinhaltet. Und nun, warum sich anstrengen? Waarom zoveel muren maken? Waarom komst du hier? Ja, was brengst du hier? Ja, ja. Nou, ik glaube, du sind zeer gemotiveerd. So, ik hoffe, dat sie immer wird kommen. Maar waarom zich anstrengen? Wat denkst du? Is dit nur für plaudern, diese Sachen? No, nein. Ne? Ja. Wir glauben, die Trennung, Religion, Philosophie, Wissenschaft erklärt sehr viel. Sehr viel von die aktuelle Unruhen in der Welt. Ja. Und einen Moment. Ja, das in all die Faktoren rein, die du gerade erklärt hast, ja. Nicht? Ja, genau. Ja, wenn keine Ethik vorhanden ist, dann gibt es natürlich Unglück und Streit. Ja, ja, genau. Ja, als Beispiel. Ja, viele Menschen, die fehlt einen inneren Halt im Leben? Ja. Wirklich? Sie verstehen das Leben nicht. Ja. Und wenn ein Kind stirbt, das ist wirklich sehr schwer, um das zu hören. Das hat hier damit zu machen. Und wir glauben auch, dass die Unruhe, die kann man eigentlich sehen in viele tausend und ein Erscheinungen. Und einer ist, dass Menschen suchen nach schnellen Allheilmitteln. Ja? Und das ist wirklich etwas von dieser Zeit. Ja, schnelle Allheilmitteln. In einem Wochenende oder einem Kurs. Ja? Und sehr oft ist es nur psychologisch. So, es gibt ein gutes Gefühl. Oder
selbst das nicht. Aber in jedem Fall, das sind Trends und sehr oft kommen sie und gehen sie. Und dann ist ein neuer Trend da. Und dann müssen wir alles ganz anders machen dann die erste Kurs. Dann haben wir nun, müssen wir das tun und so weiter. Na, ich glaube nicht, dass sie mit all die Trends mit... aber das, man sieht das nun geschehen. Und das ist eigentlich doch nicht so glücklich. Sehr oft die eine Eintauschung nach der anderen. Und das kann Leute auch zynisch machen. Hè? Ja, zynisch, ja. Die problemen in de wereld stapelen zich, klimaat enzovoort. Jenen voelt dat. En wie nog immer een tiefes vertrouwen behoudt, die is gelukkig. Die had nog die een etwas spirituele intuïtie, dat hinter al deze problemen is een zeer wichtig lernproces. En dat is, zo moet man dat zien hoor. Die problemen, dat zijn een lernproces. Und wir sind nun eigentlich die Kiemen zu legen für eine neue Zivilisation. Und das braucht man mit sehr viel Mühe zu machen. Ja? Ja. Nun gehen wir mit in Pause, aber nicht ohne eine Frage zu geben zu Sie. Weil nach der Pause... Dan werd ik in de vragen, wat zagen ze? Ganzheitliche Wissenschap. Welke art van ganzheitliche Forschung würden we anfangen? Was nun jetzt noch kaum passiert. So, welche Sachen werden we dan neu daaraan fügen? Denk mal. Haben wir eine Pause? Okay. Ja? Noch Fragen? Fragen. Hm? Ich hoffe, dass du nun nicht weg weil diese Frage, das hoffe ich sehr gerne, so stehen. Aber, 10 Minuten Pause, ist das ausreichend für alle? Ja, und für die, wir können da den Wind, vielleicht die Fenster öffnen, ja. Zo, dat sport is voor ze. Hebben ze een idee of een voorslag? Ja. Vielleicht zum Beispiel, ich habe mich gerade vorhin mit meinem Sohn unterhalten, der Sport studiert in Köln. Und er hat festgestellt, dass je nach Sportart die Körpergröße der Menschen, die Sportart betreiben, variiert. Und er meinte, und da kann ich ihm das gut folgen, dass das schon damit zu tun hat, wie man sich auch einstellt. Ja. Das heißt, dass wenn man den Gedanken immer an zum Beispiel Basketball hat und man muss groß sein, dass man dann auch eher groß wird oder als Gymnast eher klein bleiben sollte, dass man das dann auch wird, dass es nicht unbedingt mit dem Physischen zu tun hat. Ja, ja. Das heißt, es müsste dann übergreifend eine Studie erfolgen. Er sagte auch, warum passiert das eigentlich nicht? Dass man das einfach mal betrachtet, ob das nicht wirklich zusammenhängt, dass die Gedanken ja. eben uns wirklich formen. Ja, ja, das ja, sehr, ja, ja, das ist sehr prinzipiell. Ja? Sehr prinzipiell, ja. Und ja, wir können nun einen Vortrag, das machen wir nicht, hoor. Anfangen nee, über Reinkarnation. Ja, und Karma. Ja, ja. Weil wir können das noch immer ein bisschen logisch erklären. Ja. Waarom dat zeer oft zo geschiet. Waarom, zum Beispiel, is Beethoven, die een zeer musikalische Fähigkeit hatte, maar waarom had hij ook een goede Fingers om piano te spelen? En waarom? Waarom is dat? Ja? En dat had wirklich alles te maken met frühere Lebens. Ja. Die nächste Saison? Ja. Bringt garantiert wieder einen Vortrag darüber. Ja, ja, sehr gut. Vielleicht andere Ideen, aber das war sehr prinzipiell, ja. Ja.
Ja, ich denke, ich greife auch das gerne auf, ja. Du gesagt hast, das ist genau das Thema, also dass die Geist-Gedanke-Information, ja. Wir sind ein stetig wandelndes Substrat dieser drei ja. Ebenen. Ja. Dieses Wissen, wir können mit den Gedanken unseren Körper, wir können uns heilen. Ja, ja. Wir können das beeinflussen, das ja. Tun wir. Sehr ja, gut. Ja. Wenn ich jetzt ein Medikament einnehme und es ist rein und ich weiß, was es bewirkt, und ja. Ich gehe diesen Gedanken nach und ich gehe frei nach, ohne Dogmen. Ja. Und dann stößt man auf viele Punkte, wo die Wissenschaft sagt, den Gedanken verfolgen wir nicht, der ist unlogisch. Stoppen, da haben wir jetzt eben mal die Zweifaltigkeit ja gesehen, wenn ich jemanden ja. Nennen darf, Wissenschaft, Philosophie und Religion. Ja. Und wenn wir das bei jeder Tatsache tun, ja. Aber wir nehmen nicht die Zeit heute, wir leben zu ja. Schnell nach ja. Und deswegen zerstückeln ja. Wir die Wahrheit. Ja. Ja, und dann haben ja. Wir einen kurzen Nach, das war ein Trend und dann, ja. Und dann ist nämlich auch die Gefahr, dass dieser vernünftige Ansatz, den wir jetzt nachgehen, ja. Verloren gehen kann. Die Chance ist jetzt da, dass wir ja. Die Ganzheitlichkeit leben. Ja, genau, leben, ja. Ja, ich glaube, dass wir 100% damit übereinstimmen. Want mit unseren Gedanken eigentlich bestimmen wir unsere magnetische Polarität. Unsere Gedanken, unsere Richtung von unseren Wünschen, die bestimmen das. Und ihre ja, das ist nur eine Vorstellung, hoor. Aber ihre Charakter, baust du selbst auf. Und ihre Charakter hat so viele Erfolgen in wie man mit einem anderen zusammenlebt, wie, was man passiert und so weiter. Ja, Da Vinci, Leonardo da Vinci, einer der größten Geister überhaupt, ja. Was er für Visionen hatte und ja. Diese Informationen. Ne, das ist also, der hat sie angezapft, ja. Die Akasha. Mhm. Ja, 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 er sagte die Sachen bevor zu 200 Jahre. Ja. Bewunderung ist da, ja. Ja, und die Leute hier treibt eigentlich zur Bewunderung, also zur ja. Bewunderung. So. Ja. 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 Ja, das ja. Gibt ja, neue. Was im Moment kaum passiert, ist wirklich das ganzheitlich zu betrachten auf anderen Ebenen. Wobei es fängt an, gerade das Thema Selbstheilung. Ich finde auch die Quantenphysik ist auf diesem Weg langsam. Aber es ist immer noch die Gegenbewegung der Spezialisierung. Immer mehr Spezialisierung ja. Und Scheuklappen ja, ja. Und vorgegebene Wege gehen. Ja, man muss niemals mit drei verschiedenen Problemen ins Hospital, Krankenhaus. In Krankenhaus gehen. Want das ist zu viel zu tun. Was man nicht tun. Schon zum Arzt. Ja, ja, ja. Drei. Also heute besprechen wir nur eine. Und, ja. Selbst Medikamente können dabei die Denkweise eines Menschen ja. Enorm beeinflussen. Ja. Ja. Ja, genau. Das ist die Wechselwirkung. Die Wechselwirkung, die so wichtig ist. Je komplexer ja. Die Mittel sind auch. Ja, genau. Ja, ja. Man macht das Instrument, man ändert es, okay, das ist wichtig. Die wichtige Richtung, weil wir schon bei diesem Thema Medizin, ja. Also die Homöopathie, die Krankenphysiker verstehen das. Da fragt kaum einer, der wirklich diese Theorie versteht, weil Information ist Heilung. Ja. Ja. Und das geht über die Substanz, zum Beispiel Zufuhr. Ja, das ist ja. Eine Substanz, die im Körper auch ganz jemandem wichtig ist. Ja. Und dann diese und lieber die individuelle Therapie und dafür müssen wir dann im höchsten Fall viel bezahlen, weil es gibt dann nur ja. Dieses Einheitsrezept mit vielen Nebenwirkungen und das ist der falsche Weg. Ja, also ja. So viele, wie wir sitzen, haben wir unterschiedliche Muster und unterschiedliche Heilungsnotwendigkeiten. Und wenn das die Menschen oder die haben eigentlich die Information und die Macht dazu. Wenn wir ja. Auf die ja. Wehren uns dagegen, dann können wir das auch durchsetzen. Ja. Ja. Was mit dem Theosophie für in meinen Augen sehr für mich ein revolutionärer Gedanke waren, ist das, wenn man ganz auf eine andere Weise zu Krankheiten guckt. Ganz andere Weise, dann sieht man, es ist nicht nur negativ. Es ist nicht nur ein Feind. Ja. Ja? Man sehr oft sagt man, es ist ein Feind. Man muss man beschreiben, ja, eine. Aber sehr oft sind unsere Krankheiten unsere Stimulanzen für tiefer denken, ruhiger leben, tiefer leben. Und ohne Krankheiten werden wir wirklich nou, wegrennen, wat du versteht. Ja. Die Körper haben, die Organe haben selbst Emotionen.
Und da geht es ja hin. Also ich bin blind vor Wut. Ja, das heißt also die Leber mit den, also die Leber und ja. Augen werden, ja, das geht, also das ist eine Information. Ja. Und da kann man eingreifen und da kann man das auch kanalisieren. Aber das ja. Kann man nicht mit komplex mit dem. Ja. Wir sagen eigentlich in de theosofie dat wanneer die krankheid aanvangt, irgendwo die heiling aanvangt. Ja. Dat is zeer, zeer streng. Want dan vangt die heiling aan. Because dan is man, nou ja, man moest vielleicht ruhe halten, man moest, und dan doorbrecht man einen kreise irgendwo in dein selbst. So, die werkelijke artsen in de toekomst werden die krankheiten niet bestrijden. Aber begeleiten. Mhm. Was ist so? Begleiten. Nicht bekämpfen, sondern begleiten. Nicht bekämpfen, aber begleiten. Mhm. Das ist ganz etwas anders. Mhm. Ja. 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 Ja, sehr gute Gedanken. Ja, ja. Oder? Ja, Olaf vielleicht? Nein, okay. Da habe ich missgedeutet. Es ist so, wenn man sagt, na, ich habe jetzt keine Hüfte, dann muss ich die Hüfte auch mit den Stimulanzen eigentlich heilen, weil ich muss die Hüfte aufbauen. Ja. Na, das ist der Weg. Das ist der Weg. Ja, ja, die Balance, das war auch die Idee von Hippokrates, sehr wichtig. Balance, ja. Und jedes hat eine andere Balance. So, als ein Arzt kann man nicht ein Rezept für zwei Leute. Das ist nur der kurze Augenblick. Ne? Ja. Wenn du einen kurzen Augenblick auf eine Zeitspanne, eine Entwicklung, das ist ja nochmal der Punkt. Ja. Ja. Also ja, einseitig, ja. Ja. Aber da fällt mir eine Frage ein. Ich meine, es ist ja erwiesenermaßen gesund, Sport zu treiben, körperliche Fitness zu fördern. Weil wenn ich den Körper trainiere, dann fördere ich auch mein Ego. Ja? Und dieses Ego, da steht ja dem Über-Ich im Weg. Wie bekomme ich das denn in die Balance? Na, man kann es auch sagen, dass wenn man ein bisschen deinen Körper in guten Konditionen hat, ja, wir haben eine Verantwortlichkeit auch für unseren Körper. So, das ist nichts, dass man dann kann sagen, okay, dann bin ich eine egoistische Person oder so etwas. Nein, das glaube ich doch nicht. Nein, das muss nichts zu tun haben. Das kann... Seinen Körper gesund zu erhalten durch körperliche Übungen, das ist nichts, was, also ich sehe den Zusammenhang nicht, wo das das Ego fördern sollte, das sehe ich nicht. Ja, da könnte man von jeder Aktivität behaupten, dass sie das Ego fördert, wenn ich sie in dieser Richtung ausübe, ja? Ja. Natürlich. Aber natürlich. Wenn mein Motiv, ist immer das Entscheidende dahinter, wenn mein Motiv ist, ich will etwas für mich erreichen und nur für mich erreichen, ja? Egal das in ja welchem... Das ist ja mein Körper. Naja, das kann man auch anders betrachten, ja? Denn mein Körper ist zusammengesetzt aus einer Vielzahl von Lebewesen, von Einheiten. Und für die trage ich eine Verantwortung. Ja. Und wenn ich also versuche, meinen Körper gesund zu erhalten, tue ich nichts weiter, als die Verantwortung für diese Lebewesen, die mich zusammensetzen, zu tragen. Bei welcher Gedanke steckt man letzten Endes dahinter? Also genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel Fußball spiele, warum mache ich das? Genau. Warum? Wenn ich da natürlich vorne der große Torschütze sein will, Ruhm damit ernten will, ja, dann ist das anders. Das ist etwas anderes. Ja. Ja? Also immer das Motiv dahinter ist das Kleine. Ja. Bitte ich auch noch einige Ideen, wenn man interessiert ist in die Geschichte. Ich glaube, dass wir eine ganz andere Geschichte werden schreiben. Ja? Ganz andere Bücher. Want dan wordt het eigenlijk een avontuur des geistes en der Seele. Visionen, bestrebingen en anstrengingen van al die Völker van de vergangenheid. Vielleicht niet zo einfach om te wissen wat ze gedacht hebben, wat ihre aspiration waren, maar ik geloof dat we dat trotzdem kunnen. Ja, ganz andere, zeer rijke Geschichte. Und dann ist die Kämpfe sind nur ein kleines Aspekt, eine Folge sehr oft. Ja. Und über die Psychologie des Menschen
wir haben eigentlich gesprochen über die höhere Kräfte in uns, in unsere Seele. Und wissen Sie, dass weil Freud lebte und Jung lebte, dass auch Assad Joly lebte. Und er hat eine sehr interessante Idee über das spirituelle Kern von dem Mensch. Und das hat er einfach öffentlich gesagt. Jeder Mensch hat einen spirituellen Kern, einen spirituellen Teil. Und er sagt, okay, wir haben eine Seele. Und wenn die zwei nicht ganz in Harmonie miteinander sind, dann kriegen wir psychologische Probleme. Und Assad Joly, die probierte das wieder zu heilen durch die Kommunikation zwischen die Seele und die Spiritualität wieder zu entdecken für die Leute. So, weil Freud dort wordt, hätten wir eine Assad Joly. Aber ich glaube, dass vielleicht in der Zukunft wir werden das mehr waarderen, mehr wir erkennen, dass dort etwas, ein letzte. Wenn Sie in Physik interessiert sind, dann haben wir natürlich alle Naturgesetze und all die sehr interessante magnetische und so weiter Prozesse. Wat wenn Sie wissen, dass de ganze Kosmos lebt, ganze Kosmos. Und dass jedes Atom ein Leib oder ein Instrument, ein Körper ist von einem lebend Wesen. Sehr, sehr einfach Wesen, hoor. Sehr primitiv. Dann können wir die ganze Physik wiederum schreiben als Interaktion zwischen lebende Wesen. Und das können wir brauchen für uns selbst. Want dort kunnen we leren wie die Leute met een ander samenleven, wie wir samenleven moeten. Zo so dan gaat het, wie het open is, is het unten. So, daar willen we zeer veel van leren. Interacties tussen de mensen. Is het nieuw? Nee. Im Gegenteil. Zoals wir sagen, so alt wie die denkende mensen. Und es ist ein Aspekt von der alten Weisheit, die man in jedes große Philosophie oder Religion kann finden, versteckt sie oft. Alte Weisheit und diese alte Weisheit sind von Generationen und Generationen weiser Lehrer getestet. Irgendwo ganz wissenschaftlich, ganz streng, sehr präzis. Was bedeutet es? Wir sagen, dass die ganzheitliche Wissenschaft auf Einheit basiert ist. Einen Moment. Das ist die Kernidee. Eine grenzenlose Einheit. Die Prinzip, wir glauben, das Prinzip von die neue ganzheitliche Wissenschaft wird sein, dat alles wat existiert, leeft. Had een Seele en een spirituele Kern. En alle Wesens zijn grundsätzlich miteinander verbonden en gleichberechtigt. Schon ein dummer Satz, ja. Und wenn der Mensch das Recht hat, ein Schwein zu schlachten, dann ist der Schwein ja auch das Recht haben, einen Menschen zu schlachten. Ja. Also hier hört sich das unsinnig an. Naja, ich glaube, dass die Leute door slachten eigenlijk zien lassen dat ze dat die eerste kijk, kinderen werden niet slachten. En er zijn gedanken, vooroordelen en zeer gevaarlijke gedanken die mensen zo die punt brengen dat ze ihre ganze intuïtie, ihre ganze spirituele gedanken aufeinander zetten. Und sagen, okay, nun haben wir einen Feind, wir müssen so irgendwo ist es einen, ja, wie man kann nennen, einen sehr unglückliche Situation, aber da ist wirklich ein großer Schritt möglich. Zurück
zu das Idee, dass jeden Mensch, universelle Rechten der Mensch, gleichberechtigt ist. Ja? Und das muss man auch wieder aus verschiedenen Aspekten sehen. Einerseits ist bekannt, dass nicht Fleisch unbedingt nötig ist. Wir sind nur daran gewöhnt, aber wir brauchen nicht unbedingt Fleisch zur Ernährung. Andererseits denke ich an die Aborigines, wie die mit den Töten umgehen. Ja. Dass die sich bei diesen Tieren bedanken. Die machen das sehr bewusst und sagen, danke, dass du uns über den Weg gelaufen bist, damit du hast dich uns hingegeben, damit wir dich als Nahrung haben. Und ich denke, das ist eine komplett andere Art, damit umzugehen. Ja. Jäger und die Jagd sind miteinander bestimmt und man bekommt nur so viel, was man bekommen soll. Mhm. Und das ist die Situation. Und wenn wir uns in allen Regionen so bewegen, haben wir nicht diese Gier, diese Verschwendung. Ja. Hinter allem steckt ja heute dieses Massentheater. Ja, Massentheater, ja. Krieg und da sind wir unethisch und da sind wir schon. Wir müssen lernen. Töten ist ja nicht unbedingt, also Töten heißt Wandel. Ja. Wir müssen lernen, in einer Gruppe uns selbst zu bleiben. Das müssen wir lernen. Auch wenn Sie Getreide essen, ist es ja auch in einer Form einer Schwebung, eine Information, die liegt auch. Wir müssen halt eben schauen, was wir wirklich notwendig brauchen. Ja. Ja. Was für mich wirklich revolutionär war in der Theosophie, ist, dass alle Idealen sind keine Wünsche, die ganz weit in der Luft hängen. Nein, die Idealen, das sind tatsächlich... Is dat een waarneming van wie die kosmos is? Dat is zo. We spreken niet over, dat is een schön, maar dat wordt niemals geschehen. Dat is nur. Maar in feite, ik geloof dat die Leute die zagen: oké, man moet realiteitszin hebben, man moet nur zagen: oké, man moet nu kämpfen, anders gaat het niet goed. Ik geloof dat het is kans die andere zijde is. Dat weer had nu een realiteit zijn. Ja? Sinds ik die theosofie leren kon, heb ik gedacht van oké, het is de ene taatsache. We zijn met een ander verbonden. En die leute die leven wie als niet is, die werden in grote problemen komen. En dat mogen ze ook. Ze produceren grote problemen waar ze dat niet mogen. Nog niets inderdaad, nog niets in de bewustzijn van de mensen. Ja, dan natuurlijk, dat is waar. Ja. Daar moest man nog een grote schiet maken. Ja. Een andere gedanke, die oben zu unten, dat is die hermetische, vielleicht kennen ze die hermetische sleutel. En dat is ook die theosofie, wie oben zu unten. Wir Menschen sind eine Kopie des Kosmos. Und das ist wichtig. Und wir können die universellen Gesetze des Lebens entdecken. Wir können es indirekt entdecken und auch direkt. Und was meinen wir? Zum Beispiel, ein Beispiel, Reinkarnation als einen universellen Gesetze. Wir können sie gründlich testen, indem wir die Reinkarnation als Hypothese, nur als Hypothese verwenden und untersuchen, ob sie die Tatsachen um uns herum besser erklärt. Als die Hypothese, dass alles durch Zufall geschieht, unterschiedslos ohne jegliche Gründe. Man beachte die Tatsache, dass jedes Baby mit einem bestimmten Charakter, bestimmten Fähigkeiten und Tendenzen geboren wird. Eine weitere Tatsache, die erklärt werden sollte, dass Kinder im Vergleich zu Erwachsenen relativ schnell lernen. Ja, das muss man das eigentlich, etc. Auf diese Weise untersuchen wir es indirekt. Ja, aber durch die Untersuchung der materiellen Effekte. Wir werden es in der Zukunft auch direkt können. Ja. Aber wenn unser Bewusstsein höher entwickelt ist und wir in der Lage sind, wach zu bleiben, wenn wir einschlafen. Das ist möglich, wach bleiben. Und auch wenn wir sterben. Und dann werden Sie sehr ganz direkt sehen, dass das alles geschieht. Ja? Ja? Dann haben wir direkte Beobachtungen. Nun,
nähert sich die moderne Wissenschaft einer ganzheitlichen Vision? Sehr gut. Nein oder ja? Ganz langsam. Ganz langsam. Wenn wir das wollen. Ganz langsam, ja. Ja und nein, ganz langsam. Die Pioniere, die sind dort. Und wenn man gut guckt, dann kann man sie sehen. Ja. Und natürlich haben wir sehr oft konservative Lobbygruppen. Sehr oft, ja. Für die Medizin zum Beispiel, ja. Aber muss man ehrlich sagen, die konservative Gruppen bestehen in der Regel aus ehrliche Menschen, die denken dat Wissenschaft nur dan real is, wenn man de heute bekannte Methode folgt. Ja? So, sie haben eine Angst, die heute bekannte Methode daar etwas anders für zu finden. Und sie berücksichtigen nicht die höhere Fähigkeiten unseres Bewusstseins. Ja. Ja? Einige Beispiele von Pionieren ist, da kommen die Pionieren. Nicht von den Tieren, aber von Menschen. Ja. Christoph Koch, das ist ein Bewusstseinsforscher. Und er hat einige Monate hiervor, hat er die Theorie, dass vielleicht der freie Wille ein Teil ist des Universums. So, es ist ein grundsätzlicher Aspekt von das Universum, ist freie Wille. Und dann hatte ich gedacht, okay, wann das so ist. Wir haben Sterngeschwindigkeiten, wie schnell sie über in die Milky Way, ja, in Milchstraße. Die Milchstraße, hier rumgehen. Mhm. Und nou, Newton hat gesagt, das geht so schnell. Vielleicht, sagt er, ist da ein Raum für einen Spielraum, für eine freie Wille, um ein bisschen zu hemmen oder zu verschnellen. Und, nun macht er Untersuchungen, das zu beweisen. Ja. Wir glauben, da gibt es doch schon aber Aussagen darüber, ne? Das ist ja. Doch schon bekannt, dass auch die Erde sich nicht immer in der gleichen Geschwindigkeit dreht. Ja, ja genau. Ja. Das ist schon, das sind schon Anweisungen, dass das wirklich so ist. Ja. Mhm. Ja, die Erde. Vielleicht auch bekannt, ja, man hat das Higgsveld entdeckt und man sagte, okay, das Higgsveld durchdringt alles und es gibt alle Körper ihre Masse. Ja? Wie die Ozean die Masse an die Fische gibt. Ja? Eine Konzentration und dann kriegt man etwas. Und eigentlich sagen wir, sie nennen es keine astrale Welt, sie nennen es keine Äther, sie nennen es, aber wir haben die Äther zurück, wir haben die astrale Welt wieder zurück. In eine andere Erscheinung, aber, want man muss nicht sagen zu die Wissenschaftler von, oh, das ist die Äther von den Griechen, no, da werden sie wirklich, nee, das ist nicht die Äther. Nee. Aber wir sehen eigentlich dasselbe zurückkehren. Ja, nur een andere naam, ja. Ja. Het is zeer interessant, eigenlijk zeer interessant. Ja. Hier een zeer wichtig etwas. En dat is deze. DNA, unsere Erbmaterial, bestimmt niet, sondern sie wird bestimmt. Eigenlijk wisten die biologen dat schon, aber sie sagen dat niet zo laut. Ja, eigenlijk wissen sie dat. Mit die Epigenese und so weiter und so weiter. Ja. Ist bestimmt von wem? Ja. Von wem wird das? Von die Zelle. Ich werde mal sagen. Hier. Wissenschaftler wissen das. Die meisten Menschen denken immer noch, dass sie durch ihre DNA bestimmt sind. Ja. Dann kann man auch ein DNA-Passport kriegen und dann hört man, welche Krankheiten man. Aber das ist nicht der Fall. Die DNA ist eine Datenbank, aus der die Zelle selektiv Informationen abruft oder nicht. Ja. Wann und wo die Zelle das tut, entscheidet die Zelle selbst. Möglicherweise haben sie ein Erbdefekt in ihrer DNA, wahrscheinlich selbst.
die sie nie stört, ja? Niemals in ihr Leben, weil ihre Zellen diese Information nicht verwenden. Und wir sagen, zuerst müssen wir verstehen, warum die Zelle das tut, was sie tut. Ja? Wie wird das? Nou, dat is eigenlijk, sagen wir, die Seele von die Zelle. Und dahinter die Seele von die Zelle hat man die Seele von das Organ. Und hinter die Seele von das Organ sind wir. Ja? Dann hat man wieder die ganze Hierarchie. Ja. 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 Ja, man kann das sehr wirklich. Ja. Ja. Aber sehr, sehr wichtig, dass man versteht, dass DNA bestimmt uns nicht. Ja. Natürlich kann es einen Effekt haben, aber dann hat es etwas mit uns selbst zu tun. Dann hat es etwas mit unseren Erfahrungen, zu machen. Ja. Ein anderer. Ein bisschen, vielleicht kennst du die Gaia-Theorie von James Lovelock. Und Lynn Margulis ist also eine Biologin. Er ist eine Biologin, die das sehr stark verbreitet. Aber sie hat selbst auch ein interessantes Idee. Sie hat es Endosymbiose genannt. Und, okay. Sie hat die Theorie entwickelt, dass jede Zelle tatsächlich ein Zusammenwirken von Komponenten ist, die in der fernen Vergangenheit unabhängig voneinander gelebt haben. So, die Zelle ist eine Zusammenarbeit von Wesen, wie primitive Bakterien oder Algen. Ja, sehr interessante Theorie. Wir glauben, da ist etwas wahr. Ja. Nou, wenn Sie mehr Beispiele wollten, von wo die Wissenschaft die Theosophie nähert, dann haben wir das Buch Esoteric Tradition. Und, ja? Die esoterische Tradition, ja. Die esoterische Tradition ist ja, sehr... Wir haben es im Moment in englischer Sprache auf dem Büchertisch. Ja. Wir haben einzelne Kapitel davon in deutscher Sprache. Und okay. Die haben wir sogar zu einem super Sonderpreis, weil wir das Ganze als ein Buch mal jetzt demnächst auch herausbringen wollen. Und die einzelnen Kapitel werden von daher günstig abgegeben. Man kann auch ein einzelnes Kapitel ganz gut lesen. Ja. Ja, ohne jetzt gleich... Aber dann spricht man auch über die... Quantumfysik und so weiter. Sehr interessant. Ja. Okay. Vergleichen Sie. Ja, Man in Evolution, das ist leider nicht vollständig in ist nicht Deutsch. Nicht vollständig übersetzt in Deutsch. Ja, nur limitiert. Ja. 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 Man in Evolution, ja. The Mansion in Evolution. Ja. So. But is it your tradition? There is a good one. Ja. Ende des Jahres, wenn Sie auf Deutsch haben. Ja? Ja. Gut. Mhm. Ja. Was hemmt den menschlichen Geist? So, was können wir allen ein bisschen helfen? Wel, er ist... Intellekt muss man niemals eigentlich mit persönlichen Wünschen vermischen. Ja. Das ist sehr schwer, das wissen wir, um das wirklich konsequent zu machen. Aber es ist, man muss das eigentlich nicht machen. Wir wissen allen, dass publisher perish, you know, that means in Englisch de druk auf Forscher, um jedes Jahr sehr viele Artikel zu schreiben und publizieren in Zeitschriften. Perish heißt was? Verschwinden. Verschwinden. So, publizieren oder verschwinden. Entweder du veröffentlichst Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften oder du bist bald unwichtig in der Wissenschaftswelt. Ja, das ist der Druck, dem die Wissenschaftler ausgesetzt sind. Ja, das ist ständig neue schwer. Theorien auch zu bringen, damit sie anerkannt werden. Ja, weil eigentlich jene Person wiss, dass ein reifer wissenschaftlicher Artikel kann einen viel größeren Beitrag zum menschlichen Verständnis leisten
als 100 artikel über Details. Ja? Und sie wissen, wie viel wissenschaftliche Artikel geschrieben wurden. Das ist über, ja. Genau, und man weiß auch, Zehntausende. Wie lange so eine Doktorarbeit oder eine Masterarbeit braucht, ja. Da sitzen die Leute 2-3 Jahre mindestens dran, bis sie ein fundiertes Ergebnis vorstellen. Sehr oft, können. Das dauert. Die Experimente, bevor man das gut hat, und die Einsichten. Ja. Want wir sagen, alle Einsichten müssen reifen. Das ist, wie es wirkt. Was oft viel Zeit und Mühe und Erfahrung erfordert. Und ein Beispiel ist sehr bekannt. Gregor Mendel war der Begründer der Vererbungslehre. Und er schrieb einen Artikel. Während viele Jahre experimentierte er mit verschiedenen Sorten von Erbsenpflanzen. Und das führte zu einem Artikel, einem Bericht über seine Forschung, die ganz revolutionär war. Und was man nach, ich glaube, nach 20 Jahren hat man das entdeckt, dass das Artikel publiziert war. Aber das hat zo'n enormes, zulke großes Einfluss. Ein Artikel. Das haben wir alle in der Schule gelernt. Ja. Zumindest zu meiner Zeit. Also, die Erbsen. Die Erbsen. Okay. Vielleicht auch kleine Traumas. Ja. Auch. Krumme Erbsen und rote. Okay. Nou, ein anderer. Das wissen wir auch. Dass man dein Wissen für Konkurrenzkampf, Täuschung oder Macht nutzen lassen. Ja, Täuschung ist nun auch sehr in der aktuellen. Ja? Sehr wichtig, dass man das niemals macht. Aber man kann immer probieren, die andere Seite sehen zu lassen, ja? Wenn er ist Täuschung. Und Konkurrenzkampf, ja, wir glauben, dass man immer weiterkommt mit zusammenarbeiten mit. Mhm. Ja. Een zeer goed arbeitende groep Wissenschaftler, dat is een groep die zeer offen is. Met viele gasten komen hin en her en er wordt alles besproken, alle ideeën. En geen probleem met patenten of zo etwas. Er is zeer veel wechselwerking. Nou, eigenlijk was ons werkelijk hemd. Die grootste hemmers, dat zijn vooroordelen met grote psychologische kracht. En dat kan werkelijk generationen dauern. Maar pionieren, die gaan fort. Een van deze vooroordelen is wat je niet zien kanst je niet wissenschaftlich onderzoeken. We geloven dat is een vooroordeel, weil het gar niet waar is. Und denken Sie mal, in der Wissenschaft gibt es bereits nun viele Theorien über unsichtbare Ursachen. Den Urknall hat niemand denn gesehen. Magnetische und elektrische Felder und Gravitationswellen wurden von niemandem gesehen. Die Forscher argumentieren deduktiv, die Theorie, das sind dann zum Beispiel die Gravitationswellen, argumentieren deduktiv, was die sichtbare Wirkungen werden sein, wenn die Theorie stimmt, und sehen, ob diese Folgen tatsächlich gefunden werden können. Das ist die tägliche akzeptierte Praxis in der Wissenschaft. Nou, dann sagen wir, okay, ganz gute Praxis, das kann man auch mit der alten Weisheit machen. Ganz dasselbe. Ja, selbe Idee. Ja. Nun, wenn die Wissenschaftler anfangen, Theosophie zu studieren, können sie die gleiche alte Methode anwenden. Theosophie hat nichts mit Glauben zu tun, nichts mit blindem Glauben. Ja. Und es ist auch da schon langsam gekommen, beim Vortrag von Gerald Hüther wurde erwähnt, er hat einen Freund, der eben Quantenphysik erforscht, und da ist die Theorie des Potenzials der Dinge. Okay. Dass die Dinge ein Potenzial in sich haben. Also das Beispiel einer Eisenstange, die sich auf eine bestimmte Art verformt, wenn man oben drauf haut. Ja, ja. Und das Potenzial ist ja nun gar nicht sichtbar. Ja, und genau. So langsam, sie kommen dahin. Ja. Denken kann wirklich.
Ja, 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 genau. Ja, 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 genau. Ja, ja. Das ist, was man das indirekte Untersuchen, aber indirekt ist ganz okay. Das ist prima, ja. Alle unsichtbare Ursachen erzeugen früher oder später Effekte. Alle. Ja. Zum Beispiel, testen Sie, aber das kann man alles einfüllen, ja. Was sind einige der wichtigsten Gedanken aus diesem Vortrag? Ja, was Sie selbst mitnehmen. Aber was wir dann nogmaals sehen wollen. Wissenschaft ohne Religion und Philosophie vernachlässigt das Wesentliche in der Natur, sagen wir, die Einheit hinter der Vielfalt. Das ist wirklich das Wesentliche. Ja. Und das ist ein Schlüssel für sehr viel. Ja. Ja. Und die wissenschaftliche Disziplin kann werden ein Aspekt einer harmonischen spirituellen Entwicklung. Das wird seine natürliche Task. Aufgabe sein. Ja? Es ist wirklich für eine harmonische Entwicklung. Wir brauchen auch die Wissenschaft. Aber dann wird das wirklich in eine andere Weise. Wir werden auch die Kinder sehr viel mehr fragen, was sie selbst denken, was sie selbst für Gefolgen daraus holen. Weil wir wissen, dass das eigentlich complete Menschen zijn in Kinderformat, wenn wir das so sagen. Ne? So, sie haben sehr viel Erfahrung von der Vergangenheit und sie haben Einsichten. Und, nou, das sind Sachen, die unsere Education kunnen ändern. Ja. Und jedermanns. Mensch kann seine universelle Einsichten, was du selbst hast begreifen, das ist eigentlich natürlich, um dann das darüber Fragen zu stellen. Ja, Fragen stellen ist schon ganz gut. Ja? Wir bekommen keinen Priester zu sein, was Fragen stellen und die Leute selbst zu denken bringen, das ist sehr, sehr gut System. Dann eigentlich bist man dann ein Pionier, aber vielleicht wird man das niemals von sichzelf sagen. Ja, aber eigentlich ist man ein Pionier. Ja. Nou ja, okay, dann entdecken wir die Möglichkeiten in ihrem eigenen Bewusstsein. Und das wird eigentlich die Vortrag sein. Vielleicht haben Sie noch Fragen. Kann über alles sein. Ja. Machen Theosophen auch Rückführungen in vorangegangene Leben irgendwie? Nein, nein. Vielleicht kannst du das besser in Deutsch. Dann machen wir keine Rückführung. Nein, das brauchen wir nicht. Nee. Weil wir brauchen keine Rückführung im vergangenen Leben. Wir sind unser personifiziertes vergangenes Leben. Das ist unser Charakter. Das ist das, was wir mitbringen. Ja, das ist die Essenz unserer vergangenen Leben. Deswegen tun wir sowas nicht. Ja. Ja. Die Frage mit Rückführung ist sowieso sehr kritisch zu sehen, denn es ist nicht gesagt, dass das, was Sie da sehen in den Rückführungen, auch wirklich das ist, was Sie erlebt haben. Ja. Da kann alles Mögliche vor Ihrem inneren Auge vorbeiziehen und es muss gar nichts mit Ihnen zu tun haben. Es kann sehr viel mit den eigenen Wünschen und Vorstellungen zu tun haben, die sich da reinmischen, die Bilder verändern, verschieben, ja. Und wirklich interpretieren kann es immer jeder selbst nur. Was sind das für Dinge? Es sind das, was wir genannt haben vorhin, die Dinge, die in der Astralwelt festgehalten sind, aufgehoben sind. Ja. So, da ist alles drin in dieser Astralwelt. Und Sie müssten dieses Unterscheidungsvermögen entwickelt haben, genau das zu erkennen, was sozusagen Ihres ist. Ja?
sehr oft. Wir halten das auch nicht für sehr hilfreich. Ja, genau. Ja, sehr oft. Überhaupt nicht für hilfreich. Nee. Denn das ist auch nicht nur unsere, sagen wir mal, jetzt heutige Einstellung dazu. Man findet das schon in der Bibel. Ne? Da sagt der Lot zu seinem Weib, du sollst dich nicht umdrehen. Ja. Sonst wirst du zur Salzsäure erstarren, wenn du zurückschaust nach Sodom und Gomorra. Und das, was wir in unseren vergangenen Leben erlebt haben, wird sicherlich nicht qualitativ sozusagen viel besser sein als das, was wir jetzt in diesem Leben tun. Weil ich gehe immer davon aus, dass jeder Mensch, und sei es auch noch so wenig, aber doch ein bisschen in jeder Inkarnation lernt. Ja? Und wenn man sich immer nur mit seinen Fehlern und Mängeln befasst, dann bleibt man kleben. Ja, die man vielleicht schon überwonnen hatte. Salzsäule, wie das ausgedrückt ist. Ja? Deswegen ist das sehr weise eingerichtet eigentlich von der Natur, dass sie wartet damit, bis wir selbst so weit sind, dass wir gefahrlos diese Dinge anschauen können. Irgendwann einmal werden wir das können. Dann sehen wir all diese vergangenen Inkarnationen. Aber es ist nicht so, nach man sich jetzt und hier unbedingt drängen sollte. Ja? Eben aus den genannten Gründen. Mehr kann ich jetzt sagen. Gute Frage. Ja. Ja, sehr gut. Ja. Ja, es ist ein bisschen wie die Sensationslust des Menschen, die dann auch befriedigt wird. Natürlich auf diesem Weg, auf dem wir uns weiterentwickeln, begegnen uns diese Dinge, begegnet uns Hellsichtigkeit und all so etwas. Aber ich denke, das Wichtigste ist, es wahrzunehmen, zu begreifen, dass man da eine große Verantwortung hat. Mhm. Und ich kann das aus persönlicher Erfahrung mit den Rückführungen sagen, dass es einen Menschen ganz schön verändern kann, wenn man ihn zurückführt, plötzlich ändert er das Leben komplett. Ja. Da ist so die Frage, ist das sinnvoll? Ja. Ist das wirklich gut? Ja. Weil dann ein Prozess fehlt. Ja, genau. Also man sollte es wahrnehmen und weitergehen. Ja. Danke. Ja. Noch mehr Fragen? Ja. Dann wil ik mal als Schluss enden met wat we immer machen. Met die tekst aus dem Rigveda. Ja, maar... Ja? Hebben ze nog... Hast du noch etwas zu sagen? Was sage ich noch dazu? Okay. Noch was dazu zu sagen? Warum? Wir haben vorhin von dem göttlichen Funken gehört, der wir sind. Ja? Vielleicht einfach, um dir eine Überleitung zu geben. Ja, genau. Ja. Dieser göttliche Funke, von dem wir praktisch, wir sind ein Teil dieser Sonne. Wir haben diese Sonne in uns sogar, ein Teil davon. Das ist dieser göttliche Funke. Und an den, diesen höchsten Teil in uns selbst, da richtet sich dieser Vers aus der Rigveda, den wir hier zum Ende unserer Veranstaltung immer noch einmal aufsagen, und wir enden dann mit 7 Gongschlägen. Ja. Und damit hoffen wir, dass wir Ihnen viel Inspiration für den Heimweg mitgeben können. Ja? Wissen Sie, warum wir die Gongschlägen machen? Die helfen Sie, um ein bisschen die Gedanken, die doch wirklich ein bisschen spirituell sein, um die zu besinken. Einsinken zu lassen. Ja, das hilft, um das zu Sie verstehen es, ja? Und auch den medizinischen Teil zurück. Wie soll man einen Menschen dazu bringen, sich selbst heilen zu können, wenn der Krebs sie wieder einholt und ihn vernichtet? Wie ein Mensch sich selber heilen kann, wenn der Krebs ihn doch immer wieder... Eigentlich können wir das nicht beantworten. Nee. Wir sagen auch sehr einfach, geht zu den Arzt. Man kann... Wir werden niemals reclame machen, dass man nicht zu den Arzt geht. geht zu den Arzt. Und da kann man... Das geht nicht... Wir können mit der Theosophie ein Bild geben über wie das
was das Sterben ist, was das Leben ist, das können wir. Aber wir sind kein Wunderdoktor, das sind wir nicht. Ne? Ja, ja, steht so. Gehen wir zu der Geriatrie. Die ist diese. O, du goldene Sonne von herrlichstem Glanze, erfülle unser Herz und erleuchte unseren Sinn, auf dass wir unser Einssein mit der Göttlichkeit erkennen, dem pochenden Herzen des Universums, und den Pfad zu unseren Füßen sehen und ihn beschreiten, hin zu jenen fernen Zielen der Vollkommenheit, angelockt durch dein strahlendes Licht.